Binnenhafen in die Norderelbe über. Gesichert wurde dieser Bereich früher durch den Niederbaum, einen schwimmenden Baum, der vor die Einfahrt gezogen wurde. Wo heute nahezu keine Schiffe mehr liegen, wimmelte es vor 100 Jahren. Die Hafenpolizeiwache 2 rechts wurde. Inzwischen beherbergt das Gebäude die Wasserschutzpolizei bzw. die Grenzpolizei Hafen und ist Außendrehort der Fernsehserie Notruf Hafenkante. An Haltestellen. Eine architektonische Vielfalt, auch unter Berücksichtigung der Vergangenheit, ist hier recht gut zu beobachten. Rechts eröffnet der Blick über die Magellan-Terrassen ein Kapitel des historischen Hamburgs. Die Gebäude sind hier im Hinblick auf ihre gedichten Fertigstellung der Hafen-City soll zwischen 2025 und 2030 liegen. Akthaus ist 2012 in die Hafen-City gezogen. Thank you.